Debatte Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, schauen wir uns noch mal den Titel an des vorliegenden AfD-Antrages. Lassen wir uns das auf der Zunge zergehen. Zum Wohle Europas EU-Budget kürzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das klingt nicht nur widersprüchlich, das ist es auch. Denn das, was Sie vorschlagen, das dient nicht dem Wohle Europas. Und ich will Ihnen anhand von einigen Beispielen zeigen, das dient vor allem nicht dem Wohle Deutschlands. Und das, was Sie an Kürzungen vorschlagen, dient nicht dem deutschen Interesse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir können uns verschiedene Projekte anschauen. Sie schlagen vor, den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU vollständig zu kürzen. Und Sie begründen das, indem Sie sagen, das basiere auf einer ideologiegetriebenen Politik, die den Interessen der europäischen Völker zuwiderlaufe. Ich sage Ihnen, das ist falsch. Denn diese Mittel, die wir für die Migration aufwenden, die dienen nicht dazu, mehr illegale Migration herbeizuführen, sondern Zuwanderung zu steuern, zu ordnen und zu begrenzen und Lasten zu teilen. Das ist im deutschen Interesse. Diese Mittel zu streichen, ist nicht im deutschen Interesse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oder noch besser wird es, wenn wir uns den Fonds für das digitale Europa anschauen. Sie sagen, mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung solle die Europäische Union kein Geld mehr in die Digitalisierung investieren. Natürlich, die DSGVO ist nicht perfekt, deswegen bessern wir an manchen Stellen auch nach. Aber es ist doch unglaublich kleingeistig zu glauben, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit, die vierte industrielle Revolution durch die künstliche Intelligenz und anderes mehr, angehen können in nationalstaatlichen Lösungen. Wir müssen europäisch denken. Wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt. Wir brauchen einen europäischen Champion in der künstlichen Intelligenz. Wir brauchen ein europäisches MIT. Wir brauchen Wissenschaftszusammenarbeit und nicht Ihre Kleingeistigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weiter geht es mit der Regionalförderung der Europäischen Union. Da sieht man, in welcher Blase Sie sich bewegen, dass Sie in Ihren Wahlkreisen scheinbar nicht mit offenen Augen durch die Region gehen. Wenn wir sehen, als direkt gewählte Abgeordnete, was ESF, EFRE, andere Regionalfondsmittel bringen, dann haben wir dort konkrete Projekte. Ich denke an Anklam, die Stadt in Vorpommern, 25 Millionen aus der Regionalförderung für eine Wirtschaftsentwicklung, anderes mehr, hunderte Millionen in Ihren Wahlkreisen, und Sie reden das schlecht. Das verkennt die Dimension, die Sie eigentlich bräuchten in dieser Debatte. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gipfel ist dann der Blick auf die europäische Außenpolitik. Sie begründen, dass wir keine Mittel für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bräuchten, indem Sie sagen, die EU sei kein Staat und brauche deshalb keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist falsch. Die Europäische Union ist freilich kein Staat, aber natürlich haben wir gemeinsame europäische Interessen. Und es ist doch verrückt anzunehmen, dass wir mit China, USA, Russland, den großen Dimensionen in dieser Welt mithalten können, wenn wir nicht gemeinsame Mittel aufwenden. Und deswegen muss man sehen, Sie operieren hier mit ganz, ganz kleinem Karo. Sie argumentieren kleingeistig. Und das ist uns zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sehen, dass ein europäischer Mehrwert und dass europäische Investitionen nicht nur dem Wohle Europas dienen, sondern auch dem Wohle Deutschlands. Und wir achten auf deutsche Interessen. Das gelingt Ihnen mit Ihrem Antrag nicht. Wir lehnen ihn ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank.